Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch über meine Lesevorhaben für das neue Jahr, also für 2022, sprechen. Mich interessiert natürlich auch, welche Leseziele ihr euch im Jahr 2022 vorgenommen habt. Habt ihr vielleicht einen gewissen Autor, eine Autorin, die ihr näher belesen wollt? Sind es bestimmte Themen, die euch interessieren? Oder habt ihr einen speziellen Länderfokus? Dann lasst mich das doch gerne wissen. Ich habe richtig Lust, mich über verschiedene Leseziele, Vorhaben und vielleicht auch Challenges auszutauschen. Und bei mir wird es heute, glaube ich, sehr zahlenlastig. Ich glaube, das habe ich selten, dass ich irgendwie ganz konkrete Zahlen für die Lesevorhaben setze. Aber ich dachte, das ist für mich statistisch dann am einfachsten erfassbar und dann weiß ich genau, was ich pro Monat und im Halbjahr und so schon geschafft habe und kann das ein bisschen besser im Blick behalten. Starten wir mit dem allerersten Ziel, das ich mir jedes Jahr dann etwas willkürlich setze, und zwar ist das ein Goodreads-Ziel. Das ist eine Plattform, auf der man einfach eintragen kann, welche Bücher man gelesen hat, und dann kann man das über das Jahr so ein bisschen verfolgen. Man kann das in verschiedene Bücherregale einsortieren, wenn man das möchte, und ich habe in den letzten Jahren immer eine Bücheranzahl über 100 geschafft. Deswegen ist mein Leseziel jetzt auch wieder 100 für das neue Jahr. Ich denke, das ist für mich absolut realistisch schaffbar. Das bedeutet 8 bis 9 Bücher pro Monat. Und da ich aktuell auch in einem buchhändlerischen Beruf stecke, ist Lesen irgendwie sowohl mein Hobby als auch mein Beruf. Deshalb denke ich, ist das sehr gut schaffbar für mich. Arbeiten wir uns runter auf eine Zahl von 20. Das ist die Anzahl der Sachbücher, die ich gerne im Jahr 2022 lesen möchte. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich zwar immer mal wieder zu Sachbüchern greife, ich aber nicht so genau darauf achte, doch mehr Sachbücher pro Monat zu lesen. Dabei habe ich so viele Dinge, die mich interessieren, und so viele Bereiche aus dem Non-Fiction-Bereich, die ich unbedingt belesen möchte. Ich habe auch auf meinem Stapel ungelesener Bücher noch einige Sachbücher. Ich denke, die sind zum Anfang auch heranzuziehen. Da habe ich zum Beispiel Sachen über Kunst, ich habe was zur Berlin-Geschichte, und das sind definitiv auch Themen, die mich sehr interessieren, aber auch Naturwissenschaft, Philosophie, Natur, das sind alles so Bereiche, in denen ich gerne mehr wissen möchte und wo ich nicht nur aus Romanen etwas ziehen möchte, sondern eben auch aus Sachbüchern. Deshalb habe ich mir diese 20 festgesetzt. Von der 20 gehen wir zu 10. Das ist die Anzahl der Dramentexte, die ich gerne im Jahr 2022 lesen möchte. Ich habe festgestellt, dass Dramenlesen mir unfassbaren Spaß macht. Auch der Theaterbesuch nach einem Dramenlesen ist was Wunderbares, auch wenn das gerade nur bedingt möglich ist. Ich habe in den letzten Jahren einfach immer nur 6 Dramentexte pro Jahr gelesen, und irgendwie alle 2 Monate mal ein Drama einzuschieben, ist mir zu wenig. Außerdem habe ich das uneigennützige Ziel, mal meine Reklamsammlung zu erweitern. Ich habe das Gefühl, die ist nicht so sehr gewachsen leider in den letzten Jahren. Deswegen, das sollten wir unbedingt mal wieder angehen. Ich habe auf meinem Stapel ungelesener Bücher gerade noch 2 Dramensammlungen. Einmal diese wunderschönen Einakter von Anton Tschechow. Und ich habe euch auch gezeigt, dass ich von Shakespeare diesen antiquarischen Band erworben habe, wo 3 Dramentexte drin sind, die mir von ihm noch nicht bekannt sind. Das wird also wohl mein Dramenanfang fürs Jahr 2022. Ich habe außerdem schon eine kleine Liste gemacht. Ich bin mal den Reklamverlag online durchgegangen, was sie so im Programm haben, was mich noch interessieren würde. Und da steht zum Beispiel bei mir ganz weit oben unbedingt noch mehr Henrik Ibsen zu lesen. Ebenso seinen Konkurrenten August Strindberg, den schwedischen Dramatiker. Molière steht bei mir schon seit Jahren auf der Liste, und ich frage mich, warum ich den noch nicht angegangen habe. Ich liebe seine Komödien, ich habe die schon so oft aufgeführt gesehen, aber noch nie richtig gelesen. Außerdem habe ich auch solche wunderbaren Texte wie A Raisin in the Sun von Lorraine Hansberry auf meiner Liste. Das dürfte ein rotes Reklamheft sein, also eine englischsprachige Ausgabe. Da freue ich mich auch schon drauf. Und der Reklamverlag hat seit einiger Zeit eine Reihe gegründet, die heißt Theater der Gegenwart. Das heißt, ihr könnt nicht nur klassische Texte jetzt bei Reklam rezipieren, sondern auch Gegenwartstexte. Und da werde ich auch mal schauen, dass ich davon etwas lese. Von der Nummer 10 kommen wir zur Nummer 3. Das ist die Anzahl der Bücher, die ich gerne lesen möchte, die sich mit dem Thema Bergabenteuer oder Bergsteigen befassen. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass mich dieses Thema im letzten Jahr etwas begonnen hat zu reizen, und deshalb würde ich mich da gerne weiter informieren. Ich habe mich dabei aber nicht beschränkt, ob es nun Sachbücher oder Romane sind. Also ich würde gerne natürlich Erfahrungsberichte lesen über Menschen, die gerne bergsteigen, aber auch wenn was in Romanform dabei rumkommt, bin ich gar nicht undankbar. Ich habe da zum Beispiel Paolo Cognetti auf meiner Liste ganz groß, unter anderem seinen Roman 8 Berge, der ja sehr gut sein soll. Also da habe ich mich schon ein bisschen informiert, was ich da lesen könnte. Wir gehen von der 3 zur 2.
Ihr wisst ja, dass ich verschiedene Klassiker-Autoren und Autorinnen sehr genau verfolge und von denen versuche, soweit es geht, das Gesamtwerk zu erschließen. Da steht Tschechow ganz weit oben, da ist Dostojewski ganz groß mit dabei, auch Henrik Ibsen steht mit drauf. Das ist durchaus noch durch Frauen erweiterbar. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich von bestimmten Klassiker-Autorinnen etwas lese in diesem Jahr, dass ich auch etwas Zweites gleich noch lese. Muss nicht sofort im Anschluss sein, aber dann im Laufe des Jahres. Meine Liste besteht da auch noch aus ein paar anderen Autorinnen. Also ganz weit oben steht zum Beispiel Alfred Döblin. Da steht Knut Hamsun drauf. Da steht die Mann-Familie drauf. Gerne auch die weiblichen Mitglieder. Christa Wolf, Irmgard Keun. Alles so Autorinnen. Auch Marlene Haushofer, die ich gerne näher belesen möchte, von denen ich teilweise nur so ein bis zwei Bücher kenne, bei denen ich weiß, da gibt es noch viel mehr zu entdecken. Deshalb habe ich mir vorgenommen, wenn ich weitere Klassiker-Autorinnen belese, dann gerne zwei Werke von denen. Das sind vor allem auch Namen von Autorinnen, die ihr alle schon auf meinem Kanal seht. Das heißt, da ist es mir eben auch das Anliegen, das Gesamtwerk weiter zu erschließen, wenn möglich. Kommen wir von der 2 zu 1. Ich möchte gerne ein Buch über 1000 Seiten lesen in diesem Jahr. Ich habe leider festgestellt, dass ich das im letzten Jahr nicht gemacht habe. Ich glaube, mein Jahr 2021 bestand vor allem aus kürzeren, schmaleren Büchern. Ich weiß nicht, ob ich wirklich viel dabei hatte, was überhaupt die 600 Seiten übertroffen hat. Deshalb habe ich mir ganz fest auch mal einen 1000-Seiter wieder vorgenommen. Ich habe hier noch ein über 1000-seitiges Werk von Karl-Ove Knausgård, den letzten Band seiner autobiografischen Reihe, bei dem ich aber noch nicht so sicher bin, ob es unbedingt das Buch wird. Ganz weit oben rangiert für mich zum Beispiel auch Max Misha und die TED-Offensive von Johan Hastad, also auch einem norwegischen Autor. Und ich denke, es gibt noch einige andere wunderbare Werke, die eine etwas umfangreichere Seitenzahl haben, die ich mir vornehmen könnte. Aber es geht vor allem darum, mindestens eins zu lesen, um auch dieses Achievement für das Jahr zu haben. Wir kommen ein bisschen von den Zielen mit Zahlen weg. Das ist irgendwie ein sehr seltsamer Titel. Ich glaube, daraus könnten wir ein neues Selbstoptimierungsformat auf diesem Kanal beginnen. Zielen mit Zahlen. Jetzt mit Sophie. Nein, verzeiht. Ich hatte mir ein Ziel gesetzt, das ich, wenn ich jetzt so näher darüber nachdenke, ein bisschen sinnlos finde. Und zwar ist mir einfach aufgefallen, dass ich im letzten Jahr einfach sehr viele Manga gelesen habe und dass mir einfach auch viele Manga nicht gefallen haben davon. Ich hatte erst überlegt, ob ich mich einfach auf eine bestimmte Anzahl von Manga limitiere pro Monat. Also, dass ich mir zum Beispiel sage, ich lese maximal 3 Manga pro Monat. Dann fand ich das aber bescheuert, weil ich genau weiß, wenn ich Lust auf Manga habe, dann lese ich eben Manga. Und ich möchte mich bei keiner Art von Büchern, auf die ich gerade Lust habe, beschränken und sagen, nee, das gefällt dir gerade, aber das hörst du jetzt sofort auf, weil das ist jetzt hier zu viel. Das soll eigentlich nicht passieren, sondern ich würde einfach gerne vermehrt darauf achten, wirklich nur Manga zur Hand zu nehmen, bei denen die Chance größer ist, dass sie mir auch gefallen. Und ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile so meinen Punkt gefunden oder mein Genre gefunden, das ich gerne belese. Das sind auf der einen Seite queere Manga, auch Slice-of-Life-Manga. Ganz oft sind LGBTQ+-Manga auch Slice-of-Life-Manga. Die spielen dann an der Schule oder es geht viel um den Alltag der Figuren. Und das sind so die beiden Punkte, an denen ich gerne weiterarbeiten möchte. Ich will einfach nicht mehr irgendwie Action, Shonen, irgendwie auf Comedy gemachte Manga lesen. Es gibt sowieso viele Genres, die für mich komplett rausfallen. Ich bin jetzt einfach fast 30. Ich brauche bestimmte Manga-Arten nicht so dringend. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen auf die Genres achten, vermehrt, die ich eh schon gerne mag. Aber vielleicht waren auch die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen das Ausprobieren. Was gefällt mir eigentlich? Was gibt es alles? Und jetzt kann ich da ein bisschen besser drauf schauen, dass ich auch wirklich gute und qualitativ hochwertige Sachen für mich da rausfische. Und da muss ich mich nicht auf eine Zahl limitieren, ganz ehrlich. Ich habe mir außerdem in den letzten Jahren immer einen kleinen Stapel rausgesucht aus meinem Regal mit Lieblingsbüchern, die ich noch einmal lesen wollte. Und auch dieses Jahr möchte ich das wieder machen. Und ich habe mir diesmal 4 Werke erstmal rausgesucht. Das kann gerne auch noch erweitert werden, aber diese 4 sind mir so ins Auge gesprungen. Die waren mir besonders wichtig. Es gibt da einen Autor, den habe ich auch in den letzten Jahren noch einmal belesen. Und ich glaube, ihr wisst schon, dass es um John Williams geht. Und dieses Jahr möchte ich mir gerne Augustus bzw. Augustus vornehmen. Sein Roman über den Adoptivsohn von Julius Caesar, der Octavian heißt und eben später der Kaiser Augustus wird. Ich weiß, dass mich dieses Buch, so wie alle anderen Werke von John Williams, tief beeindruckt hat und dass ich gerade diese unglaubliche Genre-Diversität bei John Williams zu schätzen weiß. Und hier handelt es sich unter anderem nicht nur um eine Antiken-Adaption, sondern um einen Tagebuch- und Briefroman. Und den fand ich gut umgesetzt und würde da gerne nochmal eintauchen. Deswegen steht das hier ganz weit oben auf der Reread-Liste für dieses Jahr. In den letzten 2 Jahren hatte ich schon immer mal wieder so die Anflüge, dass ich unbedingt die Memoiren eines Autors nochmal lesen wollte. Dieses Werk ist irgendwie auch mit einer der ersten großen Leserunden 2016 für mich verknüpft. Da waren Sarah von Bookmark dabei, da war Steffi von Steffis Leseleben
eben dabei und Caro von Caros Bücher und ich glaube auch noch eine liebe Zuseherin, das dürfte Claudia gewesen sein. Und wir haben von Wolfgang Herrndorf Arbeit und Struktur gelesen. Ich fand den Austausch damals sehr, sehr hilfreich, denn es ist gewissermaßen das eines der schwersten Bücher, die hier bei mir so in den Regalen liegen, weil es sich natürlich mit dem Sterben auseinandersetzt. Wolfgang Herrndorf hatte ein Glioblastom, das immer weiter behandelt wurde, aber letztlich hat er sich dann für den Freitod entschieden. Das hat er auch selbst in die Hand genommen, leider. Und hat der Welt natürlich ein paar Bücher hinterlassen, von denen ich nicht zu 100% überzeugt bin. Deswegen mich interessiert Chick zum Beispiel nicht so sehr und auch viele der anderen Werke. Aber Sand hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt und auch diese Memoiren, die vor allem seine literarische Bildung und sein Umgang mit Krankheit und Sterben sehr zum Ausdruck bringen. Und wie ihr vielleicht an den vielen Klebchen hier seht, ich habe das gleich jetzt zum Jahresanfang zur Hand genommen, weil irgendwas hat mich dazu gebracht, wieder mehr an Herrndorf zu denken und dann war mir klar, ich muss das jetzt gleich zum Jahresanfang lesen. Ich habe große Lust darauf. Außerdem würde ich gerne nochmal ein Werk lesen, das ich lange, lange vor BookTube gelesen habe. Das müsste sogar in der Oberstufe gewesen sein. Ich weiß noch, dass ich über dieses Buch mit einer Freundin diskutiert habe, mit der ich damals im Geografie-Grundkurs zusammensaß. Die hat mich auch immer wunderbar inspiriert, was Lektüren angeht und die war großer Fan von Goethe und von Schiller. Und deshalb würde ich gern von Rüdiger Safranski Goethe und Schiller Geschichte einer Freundschaft nochmal lesen. Ich weiß, dass Rüdiger Safranski für mich unglaublich gut funktioniert, was Biografien angeht, aber ich habe noch gar nicht so viel von ihm gelesen, aber die Art, wie er das aufbaut und wie er das aufmacht, ist unfassbar gelungen für mich und deshalb habe ich manchmal Schwierigkeiten mit anderen Arten von Biografien, weil ich mir das immer so wünsche wie bei ihm. Ich weiß, dass meine Erinnerung hieran denkbar schlecht ist, aber es hat dafür gesorgt, dass ich gerne Goethe und Schiller gelesen habe, sowohl zu Schulzeiten als dann auch im Studium. Deshalb möchte ich mich da gerne nochmal ranwagen. Und dann gibt es ein Werk, das ich von einem der alten Russen sehr oft empfehle, wenn man mit ihm einsteigen möchte. Und zwar geht es um Dostojewskis Der Spieler. Da ist die Lektüre bei mir jetzt mittlerweile auch schon Ewigkeiten her. Das müsste so Juli, August 2010 gewesen sein. Also es jährt sich dieses Jahr um das 12. Jahr. Deshalb möchte ich gerne von Dostojewski Der Spieler nochmal lesen. Ich habe damals eine Reklamausgabe gelesen. Ich weiß nicht mehr genau, von wem die Übersetzung da stammte. Aber es gibt ja sowohl eine Übersetzung zum Beispiel von Svetlana Geier und auch eine von Alexander Nitzberg. Und da muss ich mich ehrlich gesagt noch entscheiden, von wem der beiden ich etwas lesen möchte. Irgendwie tendiere ich zu beiden sehr stark, aber ich möchte eigentlich nicht unbedingt beide lesen, obwohl das vielleicht auch nicht verkehrt wäre, aber ich schaue einfach mal, zu wem es mich da zieht. Auf jeden Fall habe ich einfach große Lust, nochmal zu wissen, wie hat eigentlich mein Dostojewski-Einstieg funktioniert und ob das Werk nach wie vor dafür geeignet ist, wenn man noch nie was von ihm gelesen hat. Damit bin ich erst einmal am Ende meines Videos. Wie gesagt, ich möchte sehr gerne erfahren, was eure Lesevorhaben für das neue Jahr sind. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn ihr da was teilen wollt. Vielleicht seid ihr auch BookTuberinnen und teilt das sowieso, dann verweist mich unbedingt auf euer Video, wenn ich das noch nicht gesehen habe. Dann freue ich mich auf das neue Jahr mit euch, mit diesen neuen Lesevorhaben. Ich komme jetzt ins 8. BookTube-Jahr. Ich bin völlig überwältigt, dass ich dieses Hobby schon so lange verfolge neben dem Lesen. Das ist wunderbar. Damit wünsche ich euch eine wunderschöne Lesewoche. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut!